Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und wir haben ja ein bisschen Modenschau wieder gemacht, Pferdenmodenschau. Haben wir jetzt das mit dem Pferd die Quest schon angenommen? Ich glaube schon. Wir wollen. Wir können doch mal ein Pferd angucken. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du? Achso. Ja, dann doch noch nicht. Ach, ist auch egal. Noch nicht. Obwohl, ich könnte mal gucken, was für ein Level die angeblich haben. Das würde mich nochmal interessieren. Ich möchte. Und? Habe ich. Ja, sie sind. Gefällt dir eine? Na, ist auch ein Level 5 Sleipnir. Habe ich Sleipnir überhaupt gesehen? Pegasus erinnere ich mich an. Dann erinnere ich mich. Sleipnir aber nicht. Naja. Hm. Erstmal möchte ich eine Schabracke kaufen, die mir gefallen hat. Und zwar die dunkle. Kostet nur 46, wie geil ist das denn? Vielleicht kaufe ich mir die einfach so. So, dann habe ich eine übrig. Ach nein, die ist schon am schönsten. So eine Halbschabracke, aber... Du bist eine Halbschabracke. Das nehmen wir auch nochmal mit. Möchte ich irgendwas verkaufen? Hier gerade nicht. Irgendwas, was ich dringend loswerden möchte? Ich glaube nicht. Dann kaufen wir die Schabracke und die Grundlagen des Reitens. Lässt sich was am Preis machen? Das hoffe ich doch. Hm, ist gut. Wie wär's mit 180? Weil du es bist. Weil du es bist, genau deshalb. Siehst du, ich wusste, wir werden uns ein. Bei mir klappt das jetzt mit dem Falschen echt gut. Ich habe ja nochmal da auch ein paar Skillpunkte reingesetzt, ein paar Spezialisierungen. So, und da kommt der. Und kriegt hier gleich die schöne Schabracke ab. Was für ein Fest. Habe ich noch irgendwas gekauft für ihn? Ich habe nur das Buch gekauft, stimmt. So, gleich anlegen. Steht ihm echt gut. Das steht ihm echt gut, dem Burak. Sehr gut. Wir können auch mal mit dem, wie ist der, Waschek, Willibald, wie auch immer. Reden wegen des verloren gegangenen Pferds, wegen des Krapfen. Wie geht's deinem Kopf? Sogar Fremde wissen von meiner Schmach. Komm ruhig und wirf einen guten Blick auf Waschek, den Blödmann. Es ist schon lustig, aber ich bin nicht hier, um dich zu verspotten. Also, was willst du dann? Ich habe dem Stallmeister versprochen, dass ich Krapfen suchen werde. Tja, viel Glück. Ich habe einen halben Tag gesucht. Obwohl ich seit dem Sturz doppelt sehe, also ist mir vielleicht was entgangen. Kannst du Krapfen beschreiben? Langes Gesicht, vier Beine. Sehr witzig. Das engt es ein. Hat er irgendwelche Unterscheidungsmerkmale? Seine Farbe zum Beispiel? Verzeih, er ist ein Apfelschimmel, ein Hengst. Und wirklich schnell, auch wenn dir das kaum helfen wird. Im Gegenteil. Wo bist du gestürzt? Südlich von hier, zwischen den Feldern und dem Wald, ist eine Kreuzung, wo vier Wege zusammenlaufen. Dort irgendwo. Vier Wege? Also kann er überall sein. Habe ich dir doch gesagt. Ja, wann? Wurscht. Gut, ich mache mich auf die Suche. Danke. Wenn du ihn findest, ist der Stallmeister vielleicht wieder gnädig. Oh, und noch was. Ja? Krapfen ist an die Reitwege gewöhnt. Halt dich an die. Danke, gut zu wissen. So. Ich will mal ganz kurz, jetzt weil es abends geworden ist, ein bisschen dunkler draußen auch. Den Gamma-Wert ein bisschen zurücksetzen. Ich weiß nicht, wie es für euch angenehm ist. Ich würde jetzt auch so spielen, gerade wenn es Nacht ist. Man soll halt das Logo gerade so sehen. Und so spiele ich es halt auch, so sehe ich das. Ich sehe das gerade so, sozusagen.
Bisschen hell mit dem Gamma-Wert. Natürlich eigentlich ein bisschen unpraktisch. Hängt auch mal ein bisschen ab, wann man das sieht, wenn man es später sieht. Und gerade die Sonne aufs Tablet scheint, dann ist es natürlich schwieriger. Wenn man es nachts im dunklen Zimmer sieht, sieht es auch wieder anders aus. Von daher, so ganz ideal ist das nicht, aber ich glaube, das ist ganz okay. Begib dich zur Kreuzung, Krapf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier sollen wir über den Heinz was in Erfahrung bringen. Abends treffen wir uns mit dem Pfarrer in der Schenke. Und hier suchen wir nach Krapfen. Setzen wir auch mal einfach da den Marker. Das ist noch ein bisschen einfacher. Ups. Gerade wie viele Stunden ich schon habe. Weiß ich nicht, jetzt bald 40. Kann nachher mal nachgucken. Wie schnell man halt jetzt mit dem Burak ist. Wahnsinn. Bach entlang. Das ist die Kreuzung. Aber wo ist Krapfen hin? Ist einfach Glückssache dann, oder was? Hast du vielleicht was gesehen? Mit dem reden? Nicht absteigen. Verdammt! Du bist gegen mein Pferd gelaufen, Witzbold. Hallo, ich will mit dir reden. Hey, pass auf! Ja, ich will mit dir reden. Was zum Teufel? Himmel, pass auf! Depp. Wie viel Prozent ich vom Spiel wohl schon habe, von der Hauptstory? Von allem? Also ich mache alles, ich mache auch viel zwischendurch. Weiß nicht, vielleicht ein Drittel, würde ich schätzen. Das ist meine Vermutung, dass ich ungefähr ein Drittel gespielt habe. So insgesamt. Okay, hier sehe ich es nicht. Reit mal zurück zur Kreuzung. Das gefällt mir jetzt schon. Das fährt mit der Schabracke zusammen. Ist schon ganz geil geworden. Schon ein bisschen geil. So, dann gehen wir jetzt halt mal Richtung die andere Richtung jetzt. Richtung Osten. Hoppala. Er hält sich an die Reitwege, meinte er. Der Willibald oder Waschek, je nachdem, wie man da glauben mag. Ob ich da nach Spuren suchen muss, ob das der Trick ist, hätte ich das mal machen sollen. Spüre Krapfen auf. Ja. Reitspuren sind es auch nicht so, also irgendwie Hufspuren sind ja auch nicht so selten. Was ist jetzt los? Wo ist der hin? Kann ich nochmal versuchen, dann nach Süden zu gehen? An der Kreuzung liegen Pferdeäpfel, meint Emberus. Okay. Das habe ich nicht gesehen, kann man nochmal nachschauen. Ich hätte jetzt als nächstes so die Kreuzung nochmal untersucht, ob wir nicht doch irgendwas finden, irgendeine Art von Spuren. Hoppala, das Gebüsch immer. Ist das so, dass hier Pferdeäpfel liegen?
glaube, da liegen Pferdeäpfel. Stimmt, du hast recht. In die Richtung hier. So wäre die Richtung schon mal richtig. Er hält sich aber an den Wegen auf. Vielleicht bis zur nächsten Kreuzung mal gehen und da gucken, wo sie es da aufteilt. Gut aufgepasst. Nur mal wieder anhalten. Wann die nächste Kreuzung hier ist. Hier. Ah, guck an. Da waren welche. Hier sind wieder welche. Zum Glück scheißt der hier immer ein bisschen rum. Hier sehe ich keine mehr. Kurz gucken, ob ich das richtig gesehen habe. Nicht, dass der Burak das war. Aber ich glaube nicht. Ah, genau, da vorne ist ein Haufen. Hier. Okay, also die Richtung. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht scharf nach links abgebogen sein. Also, würde ich vermuten. Sind wir das hier in der Nähe? Irgendwo? In dem Haus zum Beispiel? Oder ist er nach Süden? Oh, ganz ruhig. Da war ein Pferdehaufen. Wie weit ist denn der weg? Nicht nur auf die Erde gucken und auch mal gucken, was wir vielleicht hier irgendwo sehen. Teilt sich der Weg wieder. Und hier sehe ich gerade keinen. Ah, doch, hier. Hier auch nochmal. Wie ist das denn mit? Oh. Vielleicht weiß der was. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Hast du ein frei rumlaufendes Pferd gesehen? Ein Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Nicht weit von hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Gern geschehen. Okay. Viel Glück bei deiner Suche. Danke. Was ist denn? Am Bach. Und dann stromaufwärts. Wo kommt denn der Strom ursprünglich her? Wo ist denn wohl die Quelle? Werden wir gleich am Strom, am Fluss ja sehen. Okay, es fließt in die Richtung. Das heißt, stromaufwärts. Ups. Nicht da festhängen. An der Brücke, über die Brücke, stromaufwärts. Hält sich eher auf den Wegen auf.
in den Wald. Wie das genau gesagt, was im Questlog genau steht. Nahe dem Bach. Ah, guck an, wir haben sogar eine Markierung, also wird es irgendwo da vorne sein. Das ist ja auch die Richtung, wo ich es langsam vermutet hätte. Neuere Hinweise habe ich ja nicht. Komm! Der arme Burak macht manchmal was mit. Interessanter Ort, naja. Ist ein bisschen interessant. Da sollte ich lieber mal zu Fuß unterwegs sein, das ist ein bisschen anstrengend für den armen Burak gerade. Kein gutes Gelände zum Reiten. Lockschwein hat gerade abonniert. Vielen Dank dafür, für dein Abo und deine Unterstützung. Das gefällt mir. Ah! Immer nicht verschrecken. Hey! Okay. Hey, denk nicht mal dran, ich hab ihn zu... Ist trotzdem nicht deine. Gelobt sei Jesus Christus. Auch der. Ich fürchte, dieses Pferd stammt aus dem Uschitzer Stall. Du kannst es nicht behalten. Verpiss dich! Mir egal, wo es herkommt. Geh und such dir dein eigenes Pferd. Ist nicht mein Pferd. Ich bezahle auch nicht dafür. Es ist nicht dein Pferd. Ich würde es lieber anders diskutieren, aber kannst auch lass so ihn sagen. Hier und verschwinde. Oder was? Oder ich schlage dich grün und blau. Versuch's doch, du Aufschneider. Siehst du das Gleiche, was ich sehe, wenn ich dich angucke? Damit meine ich halt nicht nur einen geilen Typen, sondern halt einen gepanzerten Ritter. Mit Panzerhandschuhen. Bist du sicher, dass du das möchtest? Du müsstest noch überlegen. Anscheinend nicht. Und Sarkonvoi hat gerade abonniert, vielen Dank dafür. Müsst ihr nochmal überlegen. Junge. Oh, das habe ich zu spät geblockt. Oder ausgewichen. Du bist tot. Wie bitte? Gott. Ja, Herr Gott. Na komm, hau doch. Ja, wenn man zu lange blockt, dann machen die so einen Quatsch. Über ein bisschen bei dem das Blocken und Ausweichen gerade. Weil ich eine Übung ein bisschen brauchen kann. Ah, außerdem, guck an. Verteidigung hochgelevelt. Na egal, jetzt. Reicht jetzt.
So, Junge, jetzt Schluss. Haben wir es jetzt geklärt? Meine Herren. Oh, schönes Tier. Das ist doch wirklich ein schönes Tier. Krapfen. So, wohin wollen wir? Können wir einfach hier hin zurück und dann einfach nach Norden. Das heißt, jetzt ein bisschen nach Norden und den Weg lang. Richtung Westen. Man merkt schon trotzdem den Unterschied zu Burak, zumindest mit dem besseren Hufeisen und dem Sattel. Ist jetzt nicht langsam, aber wenn Burak halt mal in Galopp verfällt, dann sieht das noch ein bisschen anders aus. Leschen meint, zieh dein Schwert, plünder ihn. Der ist halt ein bisschen übergeschnappter Typ und der hat, kannst du schon ein bisschen verstehen, wenn das so ein armer Bauer ist und dann läuft so ein Pferd da lang und er denkt so, ja, ich habe ein Pferd, ich bin reich oder keine Ahnung. Der will es halt nicht so leicht hergeben, irgendjemand anders dahergelaufen. Und ist halt ein bisschen dumm, sich mit jemandem in der Plattenrüstung und Panzerhandschuhen und so zu prügeln, wenn man halt selber nichts hat. Das ist halt einfach eine ziemlich beschissene Idee. Und dafür haue ich den halt, da habe ich jetzt nicht so die Skrupel, wenn er halt mir blöd kommt, aber ich werde ihn nicht umbringen oder ihn ausrauben dann. Bloß weil es ein Spinner ist. Das ist Galoppieren oder was? Das ist ja furchtbar. Sehr idyllisch hier. So idyllisch, dass ich ja gleich mal in den See fast reinspringe. Das hatte ich jetzt nicht vor. Deswegen auf die Straße konzentrieren. Ich will mal ganz kurz gucken, was ich bei Verteidigung gelernt habe. Waffenbrecher. Stehler nach Schrecken. Das ist dieser Quatsch. Ich kriege jetzt noch 2 Punkte. Auf, nee, 12, 16 und 20. Aber ich will die auf 12 hier rein investieren beide. Dass sie leichter ist und das Waffenbrecher will ich nicht. Stehler nach Schrecken ist irgendwie auch komisch. Furchterregende. Und neue Reitenstufe erlernen. So viel rumgeritten. Jetzt, wo komme ich denn hier rein? Ups. Na, wie haben wir das gemacht? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück! Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihr nicht wieder. Wir tun unser Bestes. 50 Groschen. Naja. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Herrin Stephanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast ihr ein Pferd für sie. Ja, richtig.
Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Die Rosinante. Kann man Krapfen eigentlich auch ansehen? Dann können wir den kaufen. Nee, kann man nicht. Schade. Natürlich auch prinzipiell. Ich will jetzt das nicht machen, aber prinzipiell wäre es auch schön, ein Pferd, das man noch selber wieder eingefangen hat, zu reiten. Müssen wir eigentlich auch ein bisschen Rabatt kriegen. Wenn man das wollte. Wo ist denn Willibald? Der heißt nämlich gar nicht Willibald, deswegen ist er jetzt weg. Batschek. Wo ist er hin? Steigt den Schimmel, aber ich wollte erstmal mit... Nehmen wir ihn doch mal einfach Willibald weiterhin. Willibald reden. Da hinten? Ne, ist jemand, der hier vorbeigeht. Ja. Wo ist denn unser Stallknecht? Er hat schon Feierabend gemacht, das ist eine Schenke. Das ist nur ein... Ach nö. Noch ein bisschen warten können. Wie spät haben wir es denn? Ach... Sieht ja gerade keiner. Können wir ein bisschen trainieren. Schnell weg, wo ich mich damit in Verbindung bringe. Die kam nämlich gerade vorbei. Ach, habe ich vergessen abzuschließen vorhin. Naja. Passiert. Wo ist Willibald, der alte Spinne? Steigt den Schimmel optional, sprich mit Willibald D. Wo ist Willibald? Der ist auch in der Schenke, dachte ich mir doch. Ich habe als nächstes geguckt. Dann können wir da mit dem Pfarrer sprechen und mit Willibald. Da stehst du ja. Ach, der Burak. So, das ist mal Tempo, wenn man jetzt mit denen galoppiert. Das ist mal ein ganz anderer Speed. Kann ich nicht mal hier völlig ausfahren in der Stadt. Jetzt auf die Autobahn. Damit kommst du nicht durch. Du kommst mir nicht davon. Okay, das mache ich unter euch aus. Bin ich nicht der Polizist. So, die... Noch ein bisschen nördlich da in der Ecke, okay. Mann, habe ich ein schickes Pferd. Das ist jetzt hier... Wenn man damit vorfährt, Da ist die Schankmaid aber auch gleich mal... Willibald, altes Haus. Beste Grüße.
Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Ich will den Hengst auch gut behandeln. Aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Ich sing für ihn. Du singst für ihn? Was denn? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du, ja wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist, interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Schön gesungen. Jetzt habe ich ein bisschen Geld besorgen. Ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben. Der Pfarrer sitzt drin. Wir gehen, lassen uns jetzt mal was einfallen. Jetzt sind wir nicht mal ganz alleine. Wem sitzt denn da? Pater Godwins Konkubine. Aha, naja. Whatever, Dude. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Wie geil wir inzwischen aussehen, ey. Scheiß die Wand an. Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch sollen mich die Übungen mit dem Schwert bloß in Form halten. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun.
Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Er hat nicht ganz Unrecht mit der Sache. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz. Während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Das hat er ganz gut gemacht. Es ist jetzt wirklich. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, dass er das so vorträgt, um mir zu zeigen, was er meint. Aber das ist jetzt auch nochmal ganz interessant gewesen. Ganz cool mit dem Jan Hus übrigens, mit dem ganzen Anfang der Reformation. Auf gute Gesundheit. Und der Spaltung der Kirche und so. Das ist auch ein interessantes Thema, was da angesprochen wird. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Eine kurze Antwort mal, warum auch nicht? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Boah, wir haben nicht denn gesoffen. Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur, sie liegen im Pfarrhaus. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Unsinn.
Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Bier. Na, ich hab noch ein bisschen Nähe. Nun, genieß es, Pater. Ich muss jetzt los. Mir ist gerade nicht nach einem Gelage. Ich dachte, du wärst geselliger. Also wirst du mir nicht weiterhelfen? So ist es. Vielen Was? Dank auch. Was? War ja, ich jetzt geschehen. Nicht? Da ist es schon. Nein. Wir hatten doch schon alles geklärt am Morgen. Wie du wünschst. Nein. Pater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Nein. Wir hatten doch das alles geklärt. Das ist doch Schwachsinn. Das ärgert mich jetzt echt. Wenn es halt doch irgendwie so unklar gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, man trinkt jetzt weiter mit ihm, um sein Vertrauen zu gewinnen und so. Alles. Das sollte ich mir anschauen. Das lohnt sich wohl wirklich. Wird gesagt. Dass ich es mal zeige. Das ist aber auch, weil er sagt vorher schon, okay, wir haben die ganze Zeit mit ihm unterhalten, dann sagt er, ja, ich helfe dir morgen früh, ich hab was aus. Die will ich jetzt schon sehen, wenn die so gut sein. Und dann war alles geklärt. Und dann sagt er, noch was trinken? Und so, nö, passt schon, danke. 19.05 Uhr, was? Nur ich noch ein bisschen Pause, aber jetzt, das ist jetzt schon, trotzdem, ich habe jetzt 40 Minuten gespielt gerade, die ganze Quest gemacht. Ey, das ist aber vom Spiel wirklich schlecht kommuniziert, mal ernsthaft. Das ärgert mich jetzt. Das war überhaupt nicht so, dass er noch unentschlossen war. Dann hätte man noch denken können, okay, der ist noch unentschlossen, ich muss noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Wir können uns ja die Szene angucken. Wisst ihr was? Ich habe ja ein Safe-Game. Dann zeige ich euch das einfach so kurz. Ich spiele jetzt weiter, bis er speichert, dann lade ich das und zeige das und dann spiele ich ja trotzdem. Ah. Dann zeige ich euch das, nur damit wir die Cutscene mal sehen. Aber so muss ich halt irgendwie weiterkommen. Ach man, das ärgert mich. Ich müsste irgendwie anders was rauskriegen, aber wie? Wie? Finde heraus, ob jemand über den hinten Heinz weiß. Aber das ist schon blöd. Also ich finde das, wie gesagt, das ist halt nicht nachvollziehbar. Das sollte es halt immer sein. Es wirkt jetzt nicht so, dass man denkt, ja, das ist so und so gelaufen. Das, ne? Ich muss ja nicht mehrfach sagen. Naja. Ach ja, ach ja, ach ja. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Und wir versuchen sowas über den Heinz rauszufinden. Und dann zeige ich euch trotzdem noch die Cutscene, weil die interessiert mich, weil die halt so toll sein soll. Das gucken wir nochmal. Also, kurze Pause, gleich geht's weiter. Mann.